Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mal ein anderes kleines Video zwischendurch. Hier geht es nicht um ein bestimmtes Comic oder meine Sammlung an sich und so weiter, sondern ich möchte einfach mal darüber reden, dass ich mich selbst immer wieder daran erinnern muss, dass in der Ruhe die Kraft liegt. Es gibt ja diesen besonderen Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft, geh alles ein bisschen ruhiger an. Und mir ist halt wieder mal aufgefallen, habe schon öfter solche Videos gemacht, wenn mir Sachen auffallen bei mir, dass ich das darüber mit euch spreche. Mir ist halt aufgefallen, dass ich in den letzten Jahren immer so mich selbst habe unter Druck setzen lassen. Ich bin aktuellen Serien hinterhergehetzt, wollte immer das Aktuellste euch auch präsentieren, habe euch natürlich auch immer alte Sachen präsentiert, weil die mich halt auch interessieren. Und bei mir ist es ja so, dass ich nicht nur neuen Kram kaufe, so viel ist das im Moment auch gar nicht an verschiedenen Serien, die ich kaufe. Ich kaufe ja nicht nur neuen Kram, ich kaufe ja auch viele ältere Sachen der letzten, weiß ich nicht wie viele Jahre. Meistens seitdem ich angefangen habe, bis vieles jetzt auch aus den 2000ern, 2010ern noch, wo ich halt Lücken noch habe und einiges, nicht alles, vervollständigen will. Und wie das so ist, wenn man sehr viel kauft oder gekauft hat, im Moment bremse ich das ja ein bisschen. Dazu auch nochmal zu sagen, ich habe ja gesagt, dass ich ein paar Comics verkaufen werde, wegen dem Baby und so. Dazu wird es auch noch Videos geben, das muss ich noch nacheinander raussuchen und dann machen. Das heißt aber nicht, dass ich keine Comics mehr kaufen werde. Ich werde natürlich hier und da immer mal wieder was kaufen, auch aktuelle Sachen. Und ja, was mir halt aufgefallen ist, dass ich dadurch, dass ich so viel gekauft habe, auch von alten Sachen und dann auch Bock hatte, das zu lesen, und dann auch wieder Bock hatte, andere Sachen, die ich schon längst hatte, nochmal zu lesen im Zusammenhang damit, dass ich bei vielen aktuellen Serien in Rückstand geraten bin, wie bei Spider-Man, wo ich auch noch nicht mal alle Ausgaben habe, die es aktuell gibt. Habt ihr letztens gesehen, dass ich da reviewtechnisch reviewtechnisch hänge ich, glaube ich, sogar noch mehr hinter als lesetechnisch. Ich habe da natürlich Rückstand. Ich habe selbst bei der Superman-Heftserie fehlen mir auch noch ein, zwei Ausgaben, die ich noch lesen muss. Eine muss ich sogar noch kaufen. Ich habe hier Sachen von den Future State und so liegen. Ich will auch Infinity Frontier, was dann, glaube ich, oder wie heißt das, was danach kommt halt, da will ich mir auch ein bisschen was holen. Aber wie gesagt, diese Sachen, da bin ich noch nicht so richtig dran. Und habe dann immer so ein schlechtes Gewissen. Weil ich natürlich der Community auch gerne aktuelle Sachen präsentieren würde. Viele meiner Zuschauer sind ja auch dabei aktuell, also mit aktuellen Sachen dabei, fragen mich dann, wann gibt es eine Review zu der aktuellen, der Ausgabe und der Ausgabe. Und ich muss mir halt immer sagen, nee, mache ich, aber vielleicht auch mal später. Ne? Ihr habt ja letztens gesehen, Action Comics Band 5 ist ja jetzt auch schon Monate alt. Habe ich dann mal besprochen, weil ich es dann gerade gelesen hatte. Ich muss mir selbst so diese Ruhe wieder zurückgeben, dass es auch mal länger dauern kann, bis Sachen passieren. Und ich nicht immer, wenn die neueste Spider-Man-Ausgabe draußen ist, einen Tag später eine Review machen kann. Vor allem aufgrund der Sachen, die ich euch erzählt habe, stehen ja jetzt sowieso andere Sachen an und sind andere Sachen wichtiger. Der Kanal geht natürlich weiter. Aber ich muss mir halt diese Ruhe auch mal gönnen. Ja, schreibt ihr mir eigentlich einfach mal in das Video, wie ihr das so macht. Ob ihr auch so Phasen habt, wo ihr einfach sagt, nee, ich muss jetzt nicht gerade, was alles läuft, gerade aktuell haben. Ich habe jetzt hier noch einiges Älteres. Ich möchte das genießen. Oder ich lese im Moment die Sachen nochmal, vielleicht nochmal einen Run von vor 20 Jahren oder von vor 10 Jahren, den will ich nochmal lesen und deswegen lasse ich die anderen Sachen jetzt mal ruhen. Schreibt mir mal sowas rein oder seid ihr immer aktuell, wollt ihr immer das Aktuellste direkt haben und so weiter. Ja, schreibt mir das einfach mal rein. Wie ich das Video nenne, weiß ich noch nicht ganz genau, aber das sind so meine Gedanken, die ich jetzt habe und euch einfach mal mitteilen wollte. Ja, gerne, wenn euch auch solche Videos gefallen, wo ich mal zwischendurch über solche Sachen spreche, was ich so im Kopf habe, wie ich mich fühle,
in Bezug auf den Kanal oder so, dann schreibt mir das mal gerne rein. Gerne ein Like hinterlassen, gerne die Glocke aktivieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne ja, abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Hier kommen ja noch mehr Videos. Und ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich euch natürlich noch ein paar Comic-Tipps als Reflinks von Amazon reinstelle. So könnt ihr mich ja ganz gut unterstützen, müsst es aber nicht. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen und schönen Tag. Bis dann. Ciao.